will schnell ein Feuer finden. Aber wenn hier so ein Fall war, kommt hier auch erstmal kein Feuer, oder doch? Bewegt die sich? Ist das ein Endboss? Nur ein Thumbnail. Das ist ein Endboss. Jetzt ohne Witz, Leute. Ich kann ihn ja einmal versuchen. Wie viel? Ja, 6000. Ich muss mir einfach merken, dass der beim nächsten Mal nicht. Kann ich hier mein Pferd rufen? Nee. Was ist denn das jetzt hier alles? Was sind das für eine Gestalten? Drachenblutsoldat. So einen kennen wir auch noch. Oh Mann, nein. Ja, er langt mir gleich einen rein. Ja, das war's schon. Ich sehe halt gar nichts, ne? Ich darf nicht ihn angesehen, diesen Affen. Der Trank, aber es fällt. Okay, der hat noch eine zweite Phase, das hatte der andere. Damals nicht. Der Bird. Scheiße. Wir gehen da jetzt rein, kostet es, was es wolle. Drachenblutsoldat von Nocksteller. Da ist er. Der... Bekannte. Ohne Anvisieren, haben wir gesagt. Er ist auch anfällig auf meinen Blitz, muss man dazu sagen. Ich bin voll so ausgewichen, tatsächlich. Hier liegen ja meine Runen, die wollte ich eigentlich einsammeln. Gib mal her. Erstes halbe Leben geht, ne? Zu viel wollte ich da. Erstes halbe Leben geht von ihm. Bis er... Was hat er jetzt noch gemacht? Ich habe nichts gesehen, weil ich ihn nicht angesiedelt habe. Bam. Bam. Bam.
Jetzt verwandelt er sich, oder? Ich muss da ran. Und jetzt muss ich weg. Ich wollte eigentlich schnell weg. Krieg ich noch einen Trank gedrückt? Ja. Das meine ich nämlich jetzt. Shit. Na komm, mach deine Standard-Moves und dann sehen wir uns. Wo ist er hin? Okay, gut zu wissen, dass er sich dann gleich... Ja, ich muss dein Moveset... Das war's auch. Ja, das war's. Ist das wieder irgendein Power-Move? Ohne Anvisieren ist... Nein, echt, das war ein Fehler. Scheiße. Oh, ich hab ihn aber nochmal... Nein, das war's. Wie weicht man denen denn aus? Was für eine Range hat die Scheiße? Aber den schaffen wir beim nächsten Mal. Oder jetzt ein- und ausweichen. Ich habe die Rolle zu früh gemacht. Den schaffen wir. Der ist nicht so schwer. Ich habe... Ohne Witz, ich habe über Nacht, ich habe jetzt einen neuen Tag angefangen, ich habe über Nacht dran gedacht, schaffst du den, wenn der seine Kristall- oder Elektroform, was das auch immer ist, hat, dann ist er auf einmal so eklig. Gestern hatte ich nur einen Versuch, da hatte ich nur 3 Drinks, jetzt habe ich ein paar mehr Drinks. Ja, wahrscheinlich. Ich stehe auf den Titty noch. Wie viel hat der mir abgezogen auf einmal? Es ist der Klassiker. Guck dir seine Live-Anzeige an. Es ist einfach der Klassiker. Lebensanzeige bei einem HP bei ihm. Ich habe auch gestochen und ich hatte auch die Zeit zu stechen. Ich bin erst danach gestorben. Hat nicht getroffen. Jawohl. Ey, mit 4 Tränke über, das war ein guter Run. Eisiger Blitzspeer.
Warte, ich habe wieder 12.000. Ich bin Idiot. Ich wollte wieder das goldene. Ich habe vier Tränke. Ich hätte den goldenen Fuß so easy einsetzen können. Habe ich nicht gemacht. Weil E-Beams ein Schwachkopf. Ein richtig fetter Preis drin oder was? Oha! Was denn hier? Große Geisterteil hier. Große Geisterteil hier, das ist die, oder? Verstärkt ruhmreiche Asche auf plus 10. Sprengen weiß ich nicht, ist glaube ich nicht so geil. Sterb, probieren wir es oder nicht? Wenn ich hier außen runter glitschen bitte. Ah, jetzt haben wir rausgefunden, dass das nicht der richtige Weg ist. Ach, ey, es war gestern und ich weiß nichts mehr, ne? Ich weiß nicht mehr, ob ich hier schon war. Oh Mann, ey, es ist unangenehm. Ey, guck mal, da oben ist ein Item. Ey, hier war ich noch nicht. Hier war ich einfach noch nicht. Doch. Sag mir nicht, ich bin hier immer vorbeigerannt. Sag's mir einfach nicht. Ernsthaft? Hier hängt doch nachher der Spinnenboss, oder? Oder bin ich blöd? Nee, sag mal, hängt der hier oder nicht? Ist das der Bereich? Ja. Oh, ey, und ich bin hier immer lang gesprintet und dachte, oha, ganz schnell hier unten mal lang erforschen. Und hier oben ist einfach ein Punkt. Oh Mann, ey. Werden die Wichser da richtig wegversniped. Und mit die Wichser meine ich den einen, der da oben von der Decke baumelt wie ein Stück Scheiße. Und ich will hier auch gar keine Aufmerksamkeit machen. Aber ich muss den von hier so snipen, guck mal. Der 27, das war ein Headshot. Leute. Hier visieren. Jetzt macht er seinen Move. Und jetzt Headshot. 95, das war auch ein dicker Shot. Ich frage mich auch, wenn ich da hingehen würde, würde der runterfallen? Genau meins hier, ne? Schön hinten stehen und ein bisschen snipen. Vielleicht noch ein Headshot? 174? Ein Schuss, dann ist das Ding tot, oder? So. Leute? Das hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war genau meins. Jetzt oben ein Item gesehen. Da ganz oben ist ein Item. Und da steht auch noch. Ist das ein Zauberer? Was macht er da? Das ist irgend so ein Billigzauberer. Und da steht auch noch irgendwas. So. Ist hier unter mir ein Eingang und hier oben ein Eingang. Welchen nehmen wir? Was gehen wir? Was
Was sind das jetzt hier? Wieso bin ich jetzt hier oben? Hä? Wozu soll das hier oben denn jetzt gut sein? Nee. Es wird wichtig, da hochzugehen, fand ich. Oh Mann, ey. Naja. Wir haben die Karte gefunden, Leute. Bevor wir darauf gucken, gehen wir hier mal an ihn, an seinem Shop. Verlorene Kriegsasche. Erstmal Handbuch, ganz wichtig. Für die Absolution in der Kirche der Gelübde. Eiserne Gefangenenmaske. Handbuch. Nehmen wir auch. Verlorene Krieg ermöglicht Duplizierung von Kriegsaschen. Ich habe so viel Kriegsaschen, ich brauche. Und ich habe so ein Ding sogar. Ich weiß nicht, ob man so ein Ding zur Sicherheit mitnimmt. Nee, weil ich markiere mir den jetzt erstmal. Ja, so eine Dinger sind immer witzig eigentlich. Kaufe ich 20 für 200? Gravitationsfächer. Die sind ganz witzig eigentlich. Davon kaufe ich dann mal ein paar ab. Und dann markiere ich den hier auf jeden Fall. Guck mal, wir haben einfach... Was ist denn das? Das ist, ach so, stimmt, das ist... Das ist Siofra. Und das hier oben ist auch nochmal... Eisenmal, oder wie das da steht hier? Einsel. Insel, stimmt. Hier haben wir Shops immer markiert. Da gibt's Gras, ne? Nicht weitergekommen. Guck mal, sieht das aus, als wenn man... Ja, na klar, hier unten konnte ich ja auf jeden Fall was machen, das weiß ich. Aber ich bin da ja nicht runtergekommen. Und da oben ist ein Gang, da komme ich bestimmt von ganz oben, weil hier liegt dieses Item. Das werde ich hier von unten nicht erreichen. Und da geht's lang und da ging es die... genau, hier bin ich... gespawnt und hier bin ich nicht hochgekommen, weil es hier nur runter ging die ganze Zeit. Ob hier hinten denn irgendwo noch so ein Eingang ist? Da. Ist das auch sowas? Nee. Schön. Aber ich komme da nicht weiter. Facts. So. Heißt an die Oberfläche. Wir kommen da irgendwann nochmal runter. Da lassen wir uns auch nicht beirren, dass wir da was verpasst haben. Wir werden immer wilder. Mit dem Herstellen hier. Was ich sowieso nochmal gucken wollte, was macht nochmal so ein Runenbogen? Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Wollen wir das einfach mal machen? Was mache ich denn damit? Und jetzt sind wir einfach stärker, oder was? Guck mal, Schwert ab, Rüstung ab. Ich weiß echt nicht, was es macht. Das Einzige, was ich weiß, habe ich mich vom Kumpel, da gehen Grüße raus an Scope in einem Mimmelmopa, aka Uwe, aka ich Freestyle in Rocket League. Das Einzige, was ich weiß, das ist so vergleichbar mit Menschlichkeit bzw. die Glut. Dark Souls 3, Menschlichkeit, Dark Souls 1, 2, S. Hat er mich noch nicht gesehen, aber seine Hexen, ja? Ja, chillig. Zieh ich den jetzt auch mehr ab? Dazu muss man auch noch sein. Ich hab ja auch noch... Kraft gelevelt vorhin, ne? Na komm, diesmal habe ich eine andere Waffe dabei. Arschloch.
hinten einmal? Nee. Und jetzt Sprintangriff. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso ich mich bei dem so schwer hatte. Zusätzlich kommt noch dazu, dass die Waffe einfach mega ist, die wir haben. Lass es. Lass es. Wieso reite ich auch immer wieder hier hoch und stell fest? Ich reite ab jetzt nie wieder so eine Dinger hoch. Fertig aus. Da oben ist nie was und man rutscht runter und ist tot. Ab jetzt nie wieder so eine, die so schräg sind, wo eh nichts drauf ist. Ab jetzt. Kurz rein. Dunkel in der Eck. Ja, dieser Runenbogen, der scheint jetzt so lange zu halten, bis ich sterbe. Und ich bin ein großer Spasti. Ich bin ja gestorben. Hat sich das richtig gelohnt? Weil einfach durchs Runterfallen den ganzen Runenbogen versaut. Dumm. Ja, irgendwas gehört darauf. Hätte doch sein können. Hätte doch einfach sein können. Oder nicht? Finde ich schon. Das sind auch einfach Gegner, die hier hängen. Aber wieso hängen die hier, wenn ich hier eh nicht spielen kann? Und wenn ich hier jetzt runter will, muss ich mich hier droppen, ohne da reinzufallen. Wie schieße ich die jetzt ab? Mit dem Feuerball. Die sterben einfach, weil die auch nicht da stehen können. Schön. Ich habe ein bisschen aufgeräumt, Leute. Nicht wundern. Geiles Gebiet hier. Hier hängen einfach irgendwelche Hände an der Wand, aber ich komme nicht zum Gebiet. Oder ob man hier irgendwie das Wasser ablassen kann. Keine Ahnung, ich will jetzt auf jeden Fall nicht sterben. Oh wow, wo bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt in dem Turm. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass hier noch so viel Action ist. Guck mal hier. Die absolute Bibliothek. Wo gehen wir jetzt lang? Erstmal unten absuchen. Wir arbeiten uns von unten nach oben. Ach hier, da bin ich reingejumpt, ne, wie ein Mann? Jo. Wir arbeiten uns jetzt von unten nach oben. Was schießt hier? Irgendwas schießt hier. Wer schießt denn jetzt hier? Alter, was war das für ein Zauber? Er hat diesen anderen Feuerball geschossen. Er schießt jetzt eh gerade dagegen. Sind die denn mir zu stark hier oder was? Ja, die macht einfach nur einen starken Zauber. Alter, willst du mich verarschen?
Hier hinter. Vor allen Dingen, wie billig. Dieser dicke, riesige Kristallexplosion knallt genau vor ihm auf. Mir, 2 Meter hinter ihm, macht es komplett Schaden. Er steht da. Hä? Jawohl, du Drecksack. Es ist ja anstrengend, die Sorge mit diesem Affen. So hart auf den Nüsse. Ja, er one-hittet mich einfach. Geil. Ja, chillig. Ja. Ey, genau hier vorne. Ja. Ach, Alter. Oh, das macht dich so wütend, ne? Was für eine Scheiße ist das? Kann ich auch nochmal angreifen, die Sackgesicht? Er hat Hammer die Blutung bekommen und ich bin tot. Er schafft es immer wieder. Phew, alles klar. Blutungsschaden. Blutungsschaden. Und er verpisst sich nach dem Blutungsschaden. Ganz stark. Jetzt steht er da oben. Willst du mich flachsen? Schießt er da dauernd gegen? Er schießt da dauernd gegen, weil er der komplette Hoshi ist. Schießt er die ganze Zeit gegen? Ich muss jetzt all seine Homies wieder. Schlag einfach immer weiter, du Arschloch. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Habe ich ihn besiegt? Nee. War es das schon? Nee. Wo ist er? Einen Schreck gerade bekommen. Ich höre seinen Zauber, oder ist das der Kleine nur? Alter, ich schieb gerade so urste Panik. Ich muss mir so ein Ding nehmen, falls ein riesiger Feuerball kommt. Was gibt's denn jetzt hier? Wow, hier gibt's einen dicken Stab. Ist das ein fetter Stab? Ist das einer dieser richtig fetten, saftigen Stäbe, die auf irgendwas... Karanische Schimmelklingenstab. Okay. Ich hab hier schon ganz schön kranke Dinge. Aber was ist hier mit dem Zauberhoshi? Ist der jetzt weg oder nicht? Hä, war es das schon? Ist der weg? Habe ich ihn besiegt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ich müsste eigentlich mal die Aufnahme gleich stoppen und mir das angucken. Wenn ich die nächste Aufnahme starte, dann muss ich mir das unbedingt in der Aufnahme angucken. Ne, ist hier noch irgendein zweiter Gang? War er da gerade? Er ist im Hardscope. Ist er das?
ist er? Der hat die ganze... Wieso hat er wieder so viel Energie? Der Hund. Wieso? Kommen hier wieder welche von seinen Gefolgsleuten? Ist er das da hinten jetzt? Ja. Ich muss ihn jetzt machen, Leute. Er kann mich ja von da nicht treffen, glaube ich, oder? Nee, wenn ich hier immer hinterm Geländer... Das Geländer ist so zum Vorteil für mich. Der haut auch immer wieder ab. Was ist da? Ich kriege immer nur einen Hit hin. Guck mal sein Leben an, Alter. Nee, Alter, ohne Witz. Kein Bock. Er hat einen HP Leben, ein HP. Okay, wenn das Ding über dir ist, macht das anscheinend Millionen Damage, Alter. Er hat zwei dicke Hits kassiert, du Adler. Das war's. Ja, du Sackgesicht, Alter. Das war ja wie ein Endboss hier. Magischer Place Regen to be. Alter. Was für ein Hodensack in kaltes Wasser hängen. Junge. Was für ein nerviger Kunde. Also kommt man hier gar nicht oben auf den Turm? Oder doch? Stell mal vor, er wäre noch hier hochgegangen. Dann hätte ich aber diesen ganz schnellen Rage Quit gemacht. Was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Rattenfight? Die halten auch so viel aus. Oh nein. Ja! Den schnellen Move, pass auf. Die eine Ratte ist auch einfach unten abgeschmiert. Ich will mal gucken, wie elegant die da runterhüpft. Oder warte mal. Oh Scheiße, das wird eklig, das wird eklig. Ich nehme mir jetzt lieber mal einen Trank. Ich habe nur noch zwei, aber einen genommen. Lag jetzt auf der, ist auf der Plattform jetzt irgendwas gewesen? Da liegt, da kann man drauf gehen, glaube ich. Aber das bringt mir nicht viel, wenn ich da drauf abnibbel. Stimmt. Aber man könnte denn auf den letzten gehen und da auf die Plattform springen. Ist denn auf irgendeinem Ding ein Item? Nee, ne? Also lohnt das gar nicht. Liegt hier irgendwo ein Item? Nee, ganz oben liegt eins. Da hinten ist die Leiter. Liegt irgendwo oben an der Kante noch ein Item, welches ich nur so bekomme? Lebt der noch? Wie hält der sich denn fest? Guck mal, wie der sich hier festhält. Der sieht aus, als wenn er... Ich kann ihn aber auch nicht anvisieren. Wie, was baumelt der denn da so billig? Ratte? Letzte Ratte, komm. Guck mal, da ist doch... Wie komme ich denn da hoch? Hä? Ich muss ja noch höher kommen, das ist so eine... Himmelssamen-Talisman. Okay.
Und wie komme ich da jetzt hoch? Okay, ich habe da jetzt volle Sau reingeschossen. Aber komplett. Und es hat nichts gebracht. Ich wusste nicht, dass der Ballast so riesig ist. Talia Frosch. Und da muss ich ja auch noch hin. Weil da waren die blauen Punkte. Da gehe ich mal ganz kurz hin und gucken, ob ich da was verpasst habe. Da war nämlich... Das ist die Insel, die auf dieser Karte, die wir von dem einen gefunden haben, vor dem Tor waren.